Wobei, also ich habe noch so einen dicken Schädel von der letzten Folge, als ich versucht habe, Humphrey unter den Tisch zu saufen. Also. Und nochmal zur Erinnerung, die Wette. Jetzt steht hier, ich habe gegen Humphrey beim Wettsaufen verloren. Ich grüße euch übrigens nochmal ganz herzlich von mir und bedanke mich auch für eure Einträge und Kommentare und eure Daumen. Haifisch schon nochmal 6 Flaschen mit rum kaufen. Haha, aber vorher mal nett fragen. Vielleicht muss ich da irgendwie auf irgendwas achten oder eine ganz besondere Fähigkeit haben, damit ich ihn unter den Tisch saufen kann, den Anflug. Okay, wir sehen uns bei Ned. So wie es aussieht, ist Snipe nicht hier oben. Nee, der ist nicht hier oben. Und was ist mit Ned? Er hockt da noch. Ja, Neddy. Hey. Gib mir mal einen Tipp. Genau. Deinen Rat brauche ich mal. Ned, ich brauche deinen Rat. Na, dann schieß los, Jones. Wie kann ich dir helfen? Ich habe Humphrey zum Wettsaufen aufgefordert. So? Anscheinend hast du das Bedürfnis, dich mal so richtig mies zu fühlen, was? Wie meinst du das? Weißt du das wirklich nicht? Humphrey ist der größte Säufer auf dieser von Inos verlassenen Insel. Und den willst du unter den Tisch trinken? Viel Spaß. Deswegen komme ich ja zu dir, Ned. Du hast doch mal erzählt, wie du auf der Insel Dracona einige Saufgelage abgehalten hast. Das ist richtig. Dabei hast du doch eine Menge Leute unter den Tisch getrunken. Auch das ist richtig. Ich habe aber auch mehrere Wettkämpfe verloren. Trotzdem, du kannst mir doch sicher ein paar Tipps geben, wie ich den Wettkampf bestehen könnte, oder? Ja, das kann ich, Jones. Steigere einfach dein Geschick, dann hast du eine Chance, den Wettkampf zu bestehen. Ich wusste es. Wie bitte? Ich soll mein Geschick steigern? Ist das alles? In gewisser Hinsicht schon. Abgesehen von einem Magen, der einiges vertragen sollte, versteht sich. Denn auch beim Trinken sollte man geschickt vorgehen. Zum Beispiel sollte man bloß nicht zu hastig trinken, sondern ruhig ein Glas nach dem anderen leeren. Je mehr du das übst, desto überlegener bist du einem Trinker, der das Zeug nur unachtsam in sich hineinschüttet. Wie geschickt sollte ich sein? Das kann ich dir nicht sagen, da ich Humphrey schwer einschätzen kann. Du solltest es aber nicht zu leicht nehmen. Aha. Ein Glas nach dem anderen, alles klar. Wir trinken doch aus der Flasche hier. So, zeig mir dein Taschentuch. Ich will meine Geschicklichkeit verbessern. Ja, jetzt darf ich natürlich irgendwie mal gucken hier, wie viel ich brauche oder was oder wie. So, Ned riet mir, Geschicklichkeit zu verbessern, aber bis wohin? Erstmal mein Geschick entsprechend steigern. Ja, tolle Info. Bis wohin? Wird mir nicht gezeigt. Wie viel habe ich denn? 30 Geschick. So, und ich habe nur 9 Lernpunkte. Superklasse, ich habe aber noch ein bisschen was zu erledigen an Erfahrung. Na. Shit. Ja, ja. Wie mache ich denn das mit dem Honig? Ich muss ja auf das große Schiff kommen, um Honig zu holen. Mann, oh Mann. Ach, hier ist Haifisch schon. Warte mal. Genau, warte erstmal. Kann ich ja schon. Zeig mir deine Ware. Genau, richtig. Im Vorfeld hier mehr schon mal wieder 6 neue weiße Rumflaschen kaufen. Beziehungsweise nur 4, weil ich hatte ja schon genug. Okay, danke dir. So, stimmt das überhaupt? Habe ich mich jetzt verguckt? Nein, ich habe 6 neue Flaschen. Sehr schön. Ja, dann geht's weiter. Ja, ja, ja. Hier ist ein Lederbeutel, das wollte ich euch nochmal zeigen. Und wir sehen uns an einer anderen Stelle wieder. Also ich überspringe jetzt. Und zwar zum großen Schiff bin ich geschwommen. In der Hoffnung, genau, das will doch keiner wissen, eine Strickleiter zu finden. Und aufs Schiff zu gehen. Und ich weiß nicht, was passiert. Ja, cool. Auf jeden Fall ist da einer mit dem gezückten Säbel. Hoffentlich vertreiben die mich nicht. Wer ist er denn hier? Ein Auge? Ach, guck mal, hier ist ein Alligator. Der ist tatsächlich einäugig. Und irgendwo in einem Loop drin. Also komme ich nicht hin.
Dann gucken wir uns doch mal hier auf dieses vertraute Schiff an. Das kennen wir ja schon aus Odyssey im Auftrag des Königs. Da wird es bald weitergehen, liebe Leute, weil ich habe einen Spielstand bekommen und da muss ich mich noch ein bisschen hinarbeiten an die Stelle, wo ich aufgehört hatte. Und jetzt mal gucken, wer hier alles hier so unter Deck ist. Also, brauchst du das nicht zu fragen. Hier ist keiner unter Deck. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Sachen zu looten. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Das ist ja irre. Was? Geweihtes Wasser, geweihtes Wasser. Wolfsmesser. Vielleicht finde ich auch eine Spitzhacke, weil ich brauche unbedingt eine Spitzhacke. Schiffs, nicht Schiffsratte, Spitzhacke. Gut gemacht, ein Drecks wie Weniger. Ah, sehr gut. Ach, das warst du da oben. Alles klar. Ach, diese Stimme. Mensch, wie hat er sich denn genannt? Den habe ich doch auch noch in der Bearbeitung. Das ist einer, der immer so ein hochqualitativer Honigtabak hochqualitativ aufnimmt in einer Bitrate, die eigentlich gar nicht vonnöten ist. Aber hier gibt es noch rum. Ja, schön. Ja, das nur am Rande mit der Bitrate. War es das jetzt? Oder gibt's hier gibt es noch mehr? Doppelten Hammer. Es gibt noch hier ein paar Hämmer zu holen. Und zwar in Form von flüssigem Grog, denke ich mal. Oder flüssiger Rum. Lecker. Ja, jetzt gucken wir mal auf dem Schiff weiter, was es hier gibt. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ach, Holder gibt's hier. Wenn wir nicht gekommen wären. Ach, scheiße, hier gibt's eine Truhe, die ich natürlich nicht knacken kann. Eine Buchtkommode, was gibt's denn da? Erfahrung, da kann man sich nicht drauf verlassen. Jagd und Beute kennen wir. Das liegt doch auf der Hand. So, wo? Hier ist ein Corsa. Es war doch seine Entscheidung. Bin gespannt, wann die Steckketten als Sklaven, die Orks oder Assassinen. Das kennen wir doch schon. Keine Ahnung, richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Waffenkammer, okay. Kein Wulfi. gehen wir mal hier rüber. Da war ich ja irgendwie noch gar nicht. Vielleicht stehen hier auch noch ein paar Besen oder sowas rum. Oh, hier stehen auch jede Menge Sachen rum. Mann! Und ein Alligator stand da auch noch rum. Okay, Glück, dass wir Pech hatten. Gefunden haben. Also, hätte ich den Rum nicht kaufen brauchen, Mensch, fällt mir gerade ein. Bist du doof? Ja, ich weiß. Genau, ich muss noch Schlösser knacken üben. Aber ich brauche mehr Geschick. Geschick, Geschick, Geschick. Und zwar unbekannte Geschickgröße, weil ich möchte ja Humphrey unterm Sand saufen. Am Strand. Ach ja, was gibt's denn hier noch zu looten? Irgend noch was hier in der Ecke? Nein. Aber jetzt kann ich auch diesen Einäugigen mal anquaken, weil der nicht mehr im Kampfmodus ist. So, alle sind am Saufen hier, alles klar, war ja klar. Ein Auge! Hallo! Hallo, ein Auge! Hey, soll das etwa jetzt eine Anspielung sein, dass ich nur ein Auge habe, oder was? Nein, wieso? Alle aus der Crew nennen dich doch ein Auge, und daher dachte ich... Richtig, Kleiner. Alle aus der Crew nennen mich so, aber du gehörst nicht zur Crew. Also hast du mich gefälligst nicht so zu nennen. Wenn du mich noch einmal so blöd anquatschen solltest, dann gibt's gehörig was aufs Maul. Ist das klar? Klar. Ein Auge. Gut. Und jetzt verzieh dich. Warte mal. Dann hab ich ihn jetzt. Harry, Moment. Ein Auge. Warte mal. Hi, okay. Bin gespannt, wann dich der Kapitän als Sklave an die Ohren... Okay, den Spruch kennen wir schon. So, hier gibt's noch Harry. Warte mal. Guck mal, was er köstliches hat, der Harry. Hallo, Harry. Das heißt für dich, hallo Steuermann, Jones. Merk dir das gefälligst. Ja, ja. Ist ja schon gut. Ich werde es mir merken. Hoffentlich, Mann. Was willst du überhaupt hier? Auf der Windsbraut hat keiner von euch Sträflingen was zu suchen. Warum Sträfling? Ich denke, wir gehören zur Crew. Wer zur Crew gehört, entscheidet allein der Captain, klar? Und Mendoza hat mit keiner Silbe gesagt, dass du und deine Freunde dazugehören, Kleiner. Also verzieh dich, du störst. Oh, mal Glück gehabt. Gibt's noch eine Option? Du scheinst mir zu misstrauen, okay? Da hast du vollkommen recht, Jones. Ich traue dir nicht.
Und warum nicht? Genau das. Weil du nicht zur Crew gehörst. Und jetzt störe mich nicht länger. Du hast, wie ich dir bereits sagte, auf dem Schiff nichts zu suchen. Wenn ich dich beim Clown erwische, bist du dran. Der soll mir nichts von. Ja, ich hab schon was geklaut, aber Harry, Warte mal. Glaubst du wirklich? Okay, er hat nichts mehr zu quatschen. Windsbraut heißt das Schiffchen hier. Windsbraut. Die Braut des Windes ist irgendwie passend. Wen haben wir denn hier? Da hey, ist Tucker. Ich hab etwas für dich. Endlich? So? Was denn, Landratte? Deinen Honig. 5 Waben. Dann her damit. Warte schon eine Ewigkeit drauf. Lecker. Halt. Erst bekomme ich mein Gold. Dein Gold? Ach ja. Ja. 50 Goldstücke. Von wegen. Es waren 100 ausgemacht. Sagt wer? Sagt Ned. Dann muss er sich verhört haben. Ich zahle dir nur 50. Mehr bekommst du nicht von mir. Toll. Und jetzt? Okay, nein. Und nu? Oh, war ja, ich sag nein. Dann wird nichts aus unserem Geschäft. Dann verkaufe ich den Kram Haifisch Joe. Hey, warte. Nicht so schnell. Ich gebe die 70. Zu wenig. Na schön. 80. Immer noch zu wenig. 90. Das ist mein letztes Wort. 100. Schlag ein, sonst werden es 120. Ha! Verdammt. Na gut. 100. Na endlich. Und nun verschwinde. Du hast auf dem Schiff nichts zu suchen. Okay, den haben wir einen Tacker nochmal gerade eben hingeschwinde. So. Ja, okay. Ich werde mich da nicht einmischen. Hawkins mischt sich nicht ein, nee, ist klar. Aber mal gucken, was Hallo er Hawkins, hat. Wie geht's? Ach, hör auf, Jones. Die Mannschaft ist am Meckern, da es heute wieder nur Fischsuppe gibt. Ist auf die Dauer auch ziemlich eintönig. So ist es. Und darum werde ich mal was anderes probieren. Und was? Schildkrötensuppe. Was ist? Könntest du mir nicht 5 von den Viechern bringen? Ich habe hier auf unserer Insel noch keine gesehen. Soviel ich aber weiß, müsste es die auf einer unserer Nachbarinseln geben. Oh, na nee, gut. Ne? Und was bekomme ich dafür? Nun, Gold kann ich dir nicht geben, aber du könntest von mir etwas zu essen bekommen. Ja, okay. In Ordnung. In Ordnung. Schön, aber beeil dich, klar? Was denn jetzt? Schildkröten für den Koch. Harry misstraut mir. Ja, das wird schwer werden. Okay, da muss ich natürlich mit dem Captain natürlich mich gut stellen. Schildkröten für den Koch. 5 Stück. Da bin ich mal gespannt, ob ich die überhaupt habe. Ich habe ja Schildkrötenfleisch auch gemampft. Was habe ich denn hier? Muschelfleisch. Mich fragt ja keiner. Und 3-mal Schildkrötenfleisch. Also fehlen mir das noch 2 Schildkröten. Das will doch keiner wissen. Super klasse. Glaubst du wirklich? So, komme ich denn hier überhaupt rein? Erzähl mir nichts. Ich kenne sowas. Ja, da hängt eine Piratenflagge. Das passt. Das passt richtig gut. Finde ich klasse. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Ah, ich werde mal hier ein bisschen was. Ich dachte, ich hätte keinen rumgekauft. Ah, Bananen. Lecker Banane. Gibt übrigens auch irgendeinen Bonus. Ich habe aber noch nicht viele Bananen gegessen, um festzustellen, was für ein Bonus. Ich werde mich da nicht einmischen. Sag mal, die essen hier nur Fischsuppe und trinken dabei rum. Mein Gott, Flüssignahrung pur. Na, toll. Ich könnte mir so etwas. Ja, schlechter erlauben. Fisch und sowas. Was haben wir hier? Noch eine Pfanne. Das liegt doch auf der Hand. Hier noch ein Kochlöffel. Ein Grog. Fisch. Erzähl mir nichts. Noch ein ich Fisch. Kenne sowas. Fischsuppe. Und hier, das wird interessant. Rezept Fischsuppe. Kann ich die denn kochen? Das war keine große Sache. Oder brauche ich eine Fähigkeit dafür? Das kann ja auch sein. Ende, nö. Gut, okay. Dann wird hier keine Fischsuppe gekocht. Das kann ich dann hier am Herd machen. Ich hätte das nicht gedacht. Am Herd kann ich 1 Stück Fleisch braten. Na gut, okay. Ich werde mich da nicht einmischen. Dann gehen wir mal hier in den Nebenraum. Liegt hier noch was? Nein, das ist Schatten. Der muss einfach mehr. Ein Auge sehen man zu. Ich kann noch. Oh! Als ob ich nicht hätte. Hallo Ratte. Keine Schussrate? Das hat aber gedauert hier. Brauchst du das nicht zu fragen. Okay, hä? Da ist nichts, ja, ist zu, nichts holen. Zu holen, ist klar. Hier habe ich noch keine Schlösser knacken, brauche ich gar nicht rangehen. Mal gucken, treibt sich hier jemand rum, hier am Achterdeck? Nö, da ist keiner wohl, ne? Einer am Achterdeck hier. Super, super blöd. Ja, dann erst mal gucken, wo wir noch nicht waren. Warum erfahre ich das jetzt erst? Ja, warum erfährst du das nur gar nicht mehr hier? Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. Was wir hier haben? Man
Man erzählt sich ja so bestimmt wieder ein verschlossener Schlüssel. Ohne Tür. Den richtigen Richtig. Schlüssel kriege ich das nie genau. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Ohne die richtige Tür brauche ich keinen Schlüssel. Ich hätte das nicht gedacht. Oh, hier ist keiner. Das kann doch nicht wahr sein. Aber schade, ich war echt in der Hoffnung, ich würde hier eine Spitzhacke finden. Ja, der gute Alan wird mir bestimmt schreiben, so von wegen, die Spitzhacke, die findest du irgendwo. Daran wird sich nie oder wir haben die vergessen einzubauen, damit du die Kreuze auf der Insel oder auf den Inseln ausgraben kannst. Das glaube ich nicht. Die Mod ist hier fix und fertig und ich glaube, ich kann wieder rüber schwimmen. Die ich hiermit machen werde. Eine Spitzhacke? Nee, war schon überall. Okay, tschüss. Oder ist eine Planke? Was? Oh, ist ein bisschen tricky hier. Aber ich hoffe, dass ich das ja auf diese Art und Weise hinkriege. Zuerst auf die Planke steigen, beziehungsweise an der Reling und dann runter. Vorhin hat es mich ja hier voll drauf geknallt. Naja, schwimmen wir mal rüber. Ich bin auf die große Nachbarinsel gegangen, denn da hatte ich ja mal schon mal ein paar Schildkröten gesehen. Vielleicht sind ja hier neue dazu gekommen. Und zwar waren die hier an dem Strand. Guck ich doch mal nach. Ach ja, und Schattenläufer gibt es hier auch noch. Stimmt ja, die habe ich ja auch nicht. Da oben ist er. Der turnt da rum. Los, weg hier. So, gucken, Schildkrötis, wo seid ihr? Also der Logik entsprechend würden Schildkröten am Sand sein. Also im Sand, am Sand, auf dem Sand, drauf. Und ich habe bis jetzt noch keine in den vorigen Folgen hier irgendwo mitten in der Vegetation gefunden. Ach, liebe Leute, keine Schildkrötis. Ja, ich laufe jetzt Richtung Insel, und zwar auf die, die ich noch nicht war, und zwar da hinten die. Genau, weil hier gibt es keine Schildkröten. Auf der Weide da hinten war ich noch nicht. Oh, war ja. Würde ich jetzt mal auch mal hinschwimmen. Also hier gibt es keine Schildkröten. Also hier im vorderen Bereich und ganz rum laufen will ich jetzt auch nicht. Okay, dann geht es erstmal da hinten rüber. Das werde ich dann auch mal eben schnell überspringen. Ja, da hinten tut sich was. Ein Mulrat. Und noch einer. Am besten erstmal speichern. Bin ich mal gespannt, wie zutraulich die fossilen Kirchen sind. Oh, lecker. Lecker jungen Mulrat ein Fett gegeben. Fett über der Oma. So. Da ist noch einer, aber keine Schild. Doch! Nee, das ist was anderes. Boah, dummer Mensch, du. Ja, das ist ein Klappmod. Gut. Ja, da muss man irgendwie auch mal hoch. Bin mal gespannt. Erstmal hier unten alles absuchen. Wie erkläglich das hier ist. Außer einer Klappmuschel und einer Hornmuschel. Gucken auf der anderen Seite. Okay, hier kommt ein Stein. Und das soll es wohl sein. Ja, da hinten ist ein Kargenfelsen. Sieht nicht aus, als wäre der zum Einladen dahin konstruiert worden. Also es lädt mich irgendwie nicht so großartig ein, aber vielleicht gibt es ja noch irgendwie einen Hinweis auf dem Spiel. Ja. Okay. Dach da oben. Okay. Mhm. Also wo hier die Scavenger waren, sind hier die meisten Mulrats. Gut zu wissen. Das gibt noch ein bisschen... Hier habe ich noch was vergessen aufzulesen. Und zwar ein Fisch. Oh, ich habe das vergessen. Und da hinten ist einer. Mein Gott, Adler, Auge soll was sein. So, es gibt natürlich auch wieder ein bisschen, wenn es denn... hier noch was? Im Wasser? Nee. Es gibt natürlich auch ein bisschen Gold, wenn ich die Muscheln öffne und ein bisschen was finde.
Es gibt Schwefel, es gibt Muschelfleisch, es gibt Perlen dort drin zu finden. Und hier sehe ich nichts mehr. So, dann kommen wir mal zum spannenden Teil, bevor ich hier das hier alles wieder zerrede. Gehen wir hoch. Jetzt gehen wir hoch, jetzt gehen wir hoch, jetzt gehen wir hoch. Hi ho, hi ho, up the way we go. Nach hinten hier. Gerade mit aufgebaut. Hier habe ich wieder was vergessen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel vergesse hier. So, hier ist ein Weg, der geht hoch. Da bin ich mal gespannt, was es hier alles gibt. Okay. Viele Morats. Sehr viele junge Morats, die ich doch gut schnitzen kann. Okay, fertig geschnitzt für den Teil. Heilpflanzen, Mann, hier gibt es sogar sehr viele Kräuter. Das ist eine ergiebige Insel mit Heilkraut. Hier ist ja hier eine Spitzhacke versteckt. Die Spitzhacke. Vielleicht ist es ja auch eine Quest. Finde die Spitzhacke. Eine versteckte Quest. Da ist nichts zu holen. Nicht. Nichts zu holen. Nichts zu plündern und trotzdem. Nichts zu holen. Ja, okay, okay, okay. So, hier gibt es nämlich Feldknöterich. Feuerkraut, Heilwurzel. Mensch, ich möchte mal so eine richtig geile Pflanze finden. Kennen wir doch alle schon. Heilpflanze, schön. Auch gut. Jetzt noch Feuerwurzel, aber zuerst machen wir ihn hier mal platt. Platt ist der Molerat. Ah, gibt noch was. Ach, da oben. Da oben schwirrt er rum. Vielleicht will er runterspringen. Dann komm zu Papi. Nee, traust dich nicht? Okay, dann nicht. Dann komm ich von der anderen Seite hoch. Oh, das war knapp. Ich dachte hier. Ja, noch was. Ist hier noch was? Nein. Wo muss ich denn hin? Um hier rüber zu kommen? Ja, das ist doch hier der einzige Weg, der hier hochführt. Ja, was wir übersehen. Ah, hier ist noch eine Heilpflanze, die habe ich über. ach, wahrscheinlich muss ich ein bisschen klettern oder so. Tolle Nummer, wie denn? Komme ich garantiert nicht hoch. Nee, hallo. So weit bekloppt das jetzt aber auch. Ja, ja, da zappelst du rum. Mein Gott, ich komme hier nicht mehr weiter. Ah. Greif die Liane, Jane. Hier ist ein Weg. Hier ist ein Weg, der geht hier noch irgendwo lang. Alles klar. Okay. Ja, den Vorsprung können wir ruhig überspringen, Roland. Roland sei schon. Ah, eine Höhle. Das ist ja Jones in Roland. Ah. Begrüßungskomitee. Und weg. Ah. Und noch ein Begrüßungskomitee. Komm, weg mit dir. Es gibt schön viel Fleisch. Eine Pflanze. Oh, da kommt noch was angerannt. Okidoki. Noch ein Heilkraut. Noch was vergessen hier irgendwie ums Eck. Nein. Alles fertig. Jetzt bin ich ganz oben. Bin mir nicht alles. Ja, noch nicht so. Ja, okay. Haben wir geschafft hier. War klasse, aber ganz oben sind wir noch nicht. Gucken, wo haben wir denn hier leckere Heilpflanzen zum Vertilgen und Verspeisen. Damit wir wenigstens ein bisschen halbwegs hier auf den grünen Zweig kommen. Dass wir hier die Stellen absuchen. Da sind natürlich noch mehr Mole Rats zu hören.
höre mindestens 3. Oh. Ja, Mole Rat versucht einen auf Tarzan. Alles klar. Nee. Ohne mich hier. Super. Also ist das die Mole Rat Insel hier. Nicht nur das. Hier ist auch noch eine Hütte. Civilization. Okay. Kommt Zeit, kommt Mole Rat. Oh, hier gibt es mal ein paar lustige andere Sachen. Heilkrautinger und noch Heilpflanzinger. Und wichtig, Heilwurzeln. Und Moos sehe ich. Welches Moos ist denn das? Eine Drachenwurzel. Was ist das Kleine? So eine kleine Heilwurzel. Wow. Yep. Gehen wir mal hier über die Brücke rüber. Also das ist so eine Mole-Red-Kräuterinsel. Schön. Mit einer Hütte. Will mal wissen, ob da ein Eremit da ist. Ein Einsiedler oder sowas in der Art. Ich weiß ja nicht, kenne das Spiel ja nicht. Hab ja noch nichts. Mein Gott, habe ich es einfach hier wieder ein Kreuz und immer noch kein Fellknöterich, noch keine Spitzhacke. Da. Soll das mir in den Arsch zubeißen, du? Geht aber nicht. Oh, alles klar, wie komme ich denn jetzt hier rum? Okay, gehen wir es mal von der anderen Seite an. Also, habe ich viel zu viele Äste auf dem Kopf. Ja, siehst du, so. Da ist ein Kreuz. Womit dann? Genau, womit denn? Richtig. Mit einer Spitzhacke, die ich nicht besitze. Doch gewusst, da ist irgendwas faul. Hey. Was ist der für komische Zwischenschritte hier? Jones, du solltest nicht so komische Zwischenschritte machen beim Kampf. Aha. Auf jeden Fall ist ja wieder Schnaps. Ne? Hier keine eine Hütte drin oder was? Gespannt. Ein Bett ist hier drin. Auch schön. Oh, Trank. Apfel. Trank. Noch ein Trank. Das ist ein guter Trank. Der macht bestimmt nicht krank. Der macht eher gesund. Die Truhe ist natürlich wieder ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Oder ich brauche einen Knack. Talent. Ne, einen Schlüssel. Auch hier also einen Schlüssel. Aus wessen Hütte ist das hier? Mal gucken, welchen Trank wir denn da haben. Trank der Geschicklichkeit. Das hört sich gut an. Trinken. Plus 3. Das heißt also, wir haben jetzt 33. Genau. 33 Geschick. So, wenn ich jetzt hier auf diese Kiste, wenn ich jetzt hier, hallo, ja, das geht sogar, ich kann sogar hier aufs Dach, ja, auf dem Dach gibt es hier auch nichts, aber hier gibt es noch einen lustig Felsvorsprung, oh, ein Pfeil, und warum habe ich jetzt oh gesagt, weil ich hier nämlich ein Secret Place gefunden habe. Ein paar Pfeile. Und was haben wir hier? Trank. Einfach nur Trank. Aha. Ey, eine Fernwaffe gefunden. Jetzt erst. Und ein Ulmenbogen. Haha, liebe Leute von heute. Das macht Spaß. Das macht gute Laune. Auf jeden Fall. Gucken wir doch gleich mal nach, wie viel Geschick ich bräuchte für den Ulmenbogen. 50. Ah, 50 Geschick. Kann ich. 17 Geschick zu wenig. Ist klar, ne? Immer. Und nur 10 Pfeile. Hat die nicht vorher einen anderen kleinen Bogen gehabt? Nö, hatte ich nicht. Okay, dann haben wir jetzt schon mal den Ulmenbogen. Also eine Fernkampfwaffe, die es hier gibt. Uiuiuiui. Ich muss hier wieder rüber. Oh Gott, das Zelt ist jetzt voller Blood. Bloodwind. Ja, ich glaube, ich werde mich mal regenerieren.
in dieser Hütte. Schöne Aussicht, nur aufs Meer. Und verabschiede mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen. Und wir treffen uns zum nächsten Morgen. Tschüss.